Moin Moin zur Geekshow, mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Moin Erik. Moin Alex, und heute haben wir wieder mal einen Gast dabei, Michael Seidel. Michael, moin moin, stell dich kurz vor, bitte. Morgen, hallo. Ja, Seidel Michael mein Name, eventuell bekannt durch meinen Blog techguy.at. Heute geht es um Automatisierung und ich darf euch mein Portal mit dem ganz sprechenden Namen Skoosp vorstellen. Ja. Das werden wir uns dann nachher kurz ansehen. Ich glaube, von euch kommt noch ein bisschen eine Einleitung und dann starte ich. Genau. Also, wir haben mit dem Michael ja in der vergangenen Woche euch einen wunderschönen Podcast präsentiert, wo wir einfach schon mal allgemein über das Thema Automatisierung und Co. gesprochen haben. Wenn ihr den noch nicht gehört habt, habt ihr jetzt die Chance, die Pausetaste zu drücken, auf iTunes oder ähnliches zu wechseln und euch den Podcast noch schnell anzuhören, damit ihr wisst, worüber wir hier so reden. Und wie Michael gerade schon sagt, er hat ein ziemlich cooles Frontend gebaut für die Automatisierungstools der Microsoft-Welt. Und unser Wunsch war einfach, sich das Ganze mal in Live und in Farbe anzuschauen. Und das wollen wir hiermit tun. Michael, Bühne frei für dich. Als allererstes bitte erklär uns den Namen und wie man es ausspricht. Okay, Name, ja, muss ich gestehen, war wahrscheinlich nicht die beste Entscheidung für das Teil. Name kommt so ein bisschen System Center orchestriertes Self-Service-Portal. Ja, da fehlen ein paar Buchstaben so mittendrin Ja. und ja. Ja, der Name. Merkt man sich umso leichter hoffentlich dann. Also Skoosp, Scoosp. Wie schon gesagt, steht für, sollte für mal für System Center orchestriertes Self-Service-Portal stehen. Passt nicht mehr ganz, weil es jetzt nicht mehr nur mit Orchestrator arbeitet, sondern auch mit den Nachfolgern SMA und Azure Automation. Was es tut oder was es ist, kurz zur Erklärung. Es war früher mal ein kostenloses Tool unter dem Namen EBSCO von einer holländischen Firma. Das wurde dann eben von mir übernommen, ein Support rundherum aufgebaut und es wird weiterentwickelt. Die Grundidee ist es, RAMBOOKs, egal eben in welcher Automatisierungsumgebung, als Formular dem Enduser zur Verfügung zu stellen, eben in einem Self-Service-Gedanken, dass sich Enduser selbst ihre VMs erstellen können, ihr Passwort ändern können, was auch immer. Gut, das Portal seht ihr, das ist die Startseite. Wir sehen uns jetzt mal die Kernkomponente an, eben was es heißt, ein RAMBOOK dort zu publishen oder anzuzeigen. Wir haben hier, sollte für die meisten bekannt sein, ein RAMBOOK. Wir sehen hier ein Beispiel für eine VM-Provisionierung. Und das Wichtigste des Ganzen nach dem Automatisierungsprozess, der dahinter passiert, ist das erste Activity, die Initialize Data. Denn das sind Werte, die dann als Fragen in unserem Formular auftauchen. Neben ein paar System-Initialize Data, die wir nicht anzeigen, wird ihm alles dann von unserem Portal ausgelesen und als Frage dargestellt. Wie sieht so etwas aus? Ich habe da schon mal etwas vorbereitet. Wie Wir jeder gute sehen, Fernsehkoch das so macht, ne? ja, genau. Wir sehen hier die Request VM. Das sollte eben genau dieses RAMBOOK sein. Und wenn wir jetzt mal das Formular grundsätzlich ausführen, das wir jetzt hier, ich habe hier extra User noch. Genau, das ist jetzt hier mein End-User. Und was passiert, wenn der jetzt eben dieses Formular auswählt? Dann kann er eben aus seinen Services die Request VM auswählen und bekommt dann ein schönes Formular mit Fragen. Diese Fragen können unterschiedliche Typen haben, sprich ein simples Textfile, Elder Picker, SQL Questions, Dropdowns, Integer und was es auch so gibt oder was man braucht. Das heißt, das Formular ist unser RAMBOOK und was passiert bei Service Owner? Werden User aus dem Active Directory aus gelesen und ich kann hier den Service Owner, den VM Owner auswählen. Ich kann sagen, wie viele CPU-Cores möchte ich haben. Natürlich hier als Admin werde ich ihm nicht 16 oder 32 Cores anbieten, weil egal was der User möchte, er wird sich immer die 32 Cores nehmen, auch wenn es ein Testsystem ist für was auch immer. Ja. Das heißt hier auch nicht nur die Automatisierung, sondern auch ein bisschen der Prozessgedanke im Hintergrund, was möchte ich dem User anbieten? Ah, da sehe ich schon bei vielen Leuten die Augen glänzen, weil das ist ja eines der Themen, die wir in den letzten Jahren mehrfach strapaziert bekommen haben in verschiedenen Projekten.
Können wir hier auch eine Kostenstelle mit angeben? Oh, da werden die meisten drauf liegen. Natürlich. Also auch das ist möglich. Wie gesagt, das Formular kann man bauen, wie man möchte. Den Servernamen kann man eingeben. Wie gesagt, der Prozess oder das Formular hängt natürlich am Prozess, wenn der Servername nicht einzugeben ist, weil er automatisch generiert wird, wird dieses Feld rausfliegen. Hier ist es ein Test zu 18. Welches Betriebssystem? Auch hier Dropdown-Liste dargestellt. Eine Beschreibung. Ist mein SCO-Testserver. RAM möchte ich haben. Auch hier ähnliches Thema wie mit den CPU-Cores. Auch wenn ich es technisch könnte, 24, 32, 64 Gig RAM zu machen, werde ich es dem End-User nicht anbieten. Weil der einfach alles nimmt, was er bekommt. So wie ich jetzt. Welche Location soll dieses VM laufen? Da sehen wir jetzt das Ergebnis einer SQL-Abfrage. Also auch das können wir nachbauen oder zur Verfügung stellen, dass Werte, die ich in eine Frage anbieten möchte, von einer SQL-Tabelle kommen. Weil da immer wieder Kunden die Anfrage hatten, eben wie Alex schon erwähnt hatte, Kostenstellen, die sind dann selten im AD gepflegt oder was auch immer, sondern in irgendeiner Drittanbieterlösung, in irgendeiner anderen Datenbank, die ich dann eben auch abfragen kann. Und auch hier, wenn wir schon bei der Anzeige, bei der Ausbringung sind, wer darf was sehen, ist es mit Sicherheit auch denkbar, dass die Formulare sich unterscheiden, je nach, sag jetzt mal, vielleicht A, Zugehörigkeit in einer AD-Gruppe oder B, vielleicht sogar ein Attribut, was in der User-Entity hinterlegt ist? Jein, also ich sehe, grundsätzlich kann ich die Formulare per Active Directory berechtigen, ob er sie sieht oder nicht. Die Auswahlen hier gehen noch nicht auf den User. Das heißt, wenn jemand das Formular sieht, sieht er alle Einträge. Das wird sich aber ändern, weil wir eben die SQL und LDAP-Query erweitern werden, dass wir sagen, ich möchte hier zum Beispiel, wir haben eben bei einem Projekt die Anfrage, er möchte Softwarepakete aus SCCM anzeigen, die auf einem gewissen Computer installiert sind. Das heißt, wir werden hier die SQL-Abfrage soweit dynamisch machen können, dass ich eben sagen kann, zeig mir alle Softwarepakete, die dem Rechnernamen XY, den ich vorher ausgewählt habe, zugewiesen sind. Also das wird dann auch gehen. Was ich dann noch in einem anderen Formular zeigen werde, es gibt auch dynamische Fragen. Das heißt, wenn ich hier X auswähle, kommt unten eine Frage. Wenn ich Y auswähle, kommt die Frage nicht. Zum Beispiel. Sehr schön. Wenn ich das Ganze jetzt abschicke, natürlich gerade bei der VM, die möchte ich ja nicht sofort installieren. Das heißt, nicht jeder, der das Formular ausfüllen darf, soll mir sofort eine VM erstellen, sondern ich möchte zuerst mal drüber sehen. Wir sind hier jetzt noch auf der End-User-Seite. Das heißt, ich sehe hier bei meinen Requests, okay, ich habe eine VM angefordert und ich sehe, hier fällt noch das Approval oder Deny und wenn ich mir ansehe, wer das Ganze machen muss, oh je, der Herr Seidel, also ich. Jetzt gehe ich auf meine Admin-Seite. Das heißt, das war jetzt unser Test-User. Jetzt gehe ich auf mit meinem User in dieses Portal. Und sehe rechts oben einerseits, ich habe ein To-Do. Ich kann mir auch ein E-Mail schicken lassen, wenn ein Approval ansteht und direkt einen Link zu dem Approval. Das heißt, ich muss hier nicht durchnavigieren, sondern ich kann mir direkt einen Link hinschicken lassen. So, ich habe ein To-Do. Ich sehe, irgendwer hat eine VM angefordert. Ich sehe, was er ausgewählt hat. Ich sehe, wer es ausgeführt hat. Und ich kann jetzt eben sagen, ja, nein oder ich entscheide es mir ein anderes Mal. Ich sage natürlich ja. Und jetzt läuft diese VM los. Erst jetzt passiert die Automatisierung. Wir sehen, sie ist schon losgelaufen. Und ja, es ist nicht viel passiert, weil hier der Linkfilter deaktiviert ist. Ich will es einfach nur zeigen, dass das eben erst dann losläuft, sobald jemand das Ganze approved. Wenn ich jetzt zurück navigiere in die End-User-Ansicht, dann sehe ich hier in der History auch, das Ganze ist approved worden. Das heißt, der User, wenn wir es anders sehen, sieht hier unter My Request hat sich was getan. Die Request VM hat jemand approved und unter History sehe ich eben, okay, das und das. Ich kann mir das Ganze ansehen, wer es approved hat. Da ja nur einer der Approval war, war es klar, dass es ich bin. Das Approval kann auch auf AD-Gruppen basieren, kann auch Prozentwerte beinhalten. Das heißt, ich sage von einer AD-Gruppe müssen 40% zustimmen und erst dann wird der ganze Workflow losgelöst.
und ich kann mir mit dem Information Button dann auch zurückholen, ist das Runbook okay gewesen oder nicht. Das heißt, hier sehe ich dann auch, hat das Runbook funktioniert oder nicht. Zusätzlich kann ich mit Return Data, das sollten ja die meisten kennen, mir auch einen Wert zurückgeben lassen vom Orchestrator. Das heißt, ich habe hier mit Return Data die Möglichkeit, Werte zurückzugeben. Und auch das sehe ich hier in unserem Portal. Warum brauche ich das? Vielleicht, weil ich nicht immer wie jeden Task eine E-Mail schicken möchte an den User. Und ich schreibe da zum Beispiel zurück, na, wie heißt denn jetzt die VM? Oder bei einem User-Eintritt, wie ist denn dann der Username ermittelt worden? Oder wie lautet das neue Passwort oder seine E-Mail-Adresse? Diese Informationen kann ich hier in den Job zurückschreiben. Ziemlich cool. Und ein bisschen mehr als das Silverlight-Portal, was Microsoft da hat, ne? Bisschen mehr, ja. Bisschen mehr. Ich habe es vorhin angesprochen, es gibt auch diese dynamischen Fragen. Ich habe hier einen Service gebaut, wo ich mir selber meine Active Directory-Werte ändern kann, sprich mein Postal-Code, mein Phone, meine Straße oder meine Stadt. Zur Erklärung, ich sehe das auch. Das heißt, ich kann mich als User mir ansehen, was steht denn in meinem Active Directory. Und sehe jetzt, in meiner Stadt und in meinem Postleitzahl steht gar nichts drin. Und wir haben Kunden, die lassen ihre Leute selbst diese Daten pflegen zum Teil. Das sind Kunden, die sehr, sehr viele, viele Standorte haben mit wenig Personal und eben die dann immer wieder wechseln von einem Büro ins andere und die dürfen sich selbst hier gewisse Werte schreiben. Mhm. Und das geht eben von selbst. Das heißt, die können hier eben auch Self-Service-Gedanke ein Formular auswählen und sagen, hier, was möchte ich denn ändern? Okay, ich möchte meine Stadt ändern und ich möchte meine Telefonnummer ändern. Und nur wenn ich sage, was ich ändern möchte, dann wird auch danach gefragt. Und auch das war mit Service Manager jetzt im Vergleich immer sehr schwierig, sowas zu bauen, weil es einfach nicht ging. Und das machte Formulare sehr unübersichtlich, wenn ich da Fragen drin hatte, die vielleicht nur in gewissen Konstellationen zu tragen kommen. Ja? Das heißt, wenn ich jemand sage, ja, ich möchte eine Mailbox, dann möchte ich ihn erst dann fragen, auf welchem Server soll denn die Mailbox erstellt werden zum Beispiel. Und das war jetzt eben etwas, was mit Service Manager damals oder noch immer nicht möglich ist. Und das eben auch Kunden in der Zeit angefragt haben, was sie gerne möchten. Das heißt, ich kann hier meine Stadt eintragen und sagen, okay, auch hier kann ich eine Approval dazwischen hängen oder nicht, je nachdem, ob ich das möchte. Fakt ist, wenn keines dahinter hängt, wird das Runbook sofort ausgeführt. Das ist hier ein sehr sprechendes Runbook Change Contact. Da passiert nicht viel, außer dass ein PowerShell losläuft. Was haben wir noch im Angebot? Zusätzlich nach dem ganzen Runbooks, die ich da einbinden kann als Formular, können wir mittlerweile noch ein paar mehr Sachen. Man sieht es auf der Homepage, auf der ersten Seite. Ich kann sogenannte Announcements schalten. Die Idee ist natürlich von einem Self-Service-Portal, dass die zentrale Anlaufstelle für End-User sein soll. Das heißt, wenn Sie ein IT-Thema haben, das Sie lösen möchten, sollen Sie zuerst hier hingehen. Ein wichtiger Punkt wäre natürlich, das Kantinenessen einzubinden. Dann schaffe ich jeden User auf ein Portal zu gehen. Das werden wir auch immer mal hinbekommen, ja, dass man hier eigene Punkte machen darf. Wir haben es jetzt aber auch die Idee gehabt, ich kann hier auch dem User Informationen geben. Und zum Beispiel kann ich ihm sagen, liebe Leute, aufgrund von einer Wartung oder was auch immer ist mein Exchange-Server down. Wie sieht das Ganze aus? Ich kann hier eben Announcements machen. Wenn ich mir hier den Exchange-Server ansehe, kann ich ganz normal einen Titel, eine Beschreibung eingeben, ein Start- und ein Endedatum. Das heißt, ich kann Wartungsfenster voraus planen. Das heißt, ich kann sagen, das Wochenende am 13. 14. Januar wird ein System umgestellt und wenn das Datum abgelaufen ist, ist auch das Announcement wieder weg. Wir sind hier Language. Das Portal ist in 4 Sprachen verfügbar aktuell. Und ich kann auch alle Elemente, die wir hier erstellen, das heißt die Formulare, Announcements und die Servicegruppen, alles in mehrsprachig konfigurieren. Das bedeutet, dass ich dann wirklich sagen kann, wenn ein englischer Kollege daherkommt, sieht er nur seine englischen Services und der Deutsche sieht nur seine deutschen. Bedeutet weil natürlich, der Browser selber ziehen würde oder würde es automatisch einstellen? Es gibt ein Active Directory Property, das nennt sich Default Language. Irgendwie so. Das ist unser primäres Value. Das heißt,
wenn im Active Directory, das kennen wir auch vom Service Manager, dieses Property gepflegt ist, dann schaltet das Portal automatisch auf die Sprache, wie der User es haben möchte. Der User kann aber selbst sagen, okay, es ist ja Englisch, ich möchte bitte gerne Deutsch haben. Und wenn er das einmal macht, dann überschreiben wir so quasi dieses Setting. Das heißt, einerseits machen wir die Vorauswahl, wenn diese Preferred Language gesetzt ist im Active Directory, wird das Portal in der dementsprechenden Sprache geladen. Fallback ist momentan immer Englisch, weil wenn ein Holländer daherkommt, dann haben wir diese Sprache momentan nicht, dann wird es wieder Englisch. Ich würde ihm Russisch geben, einfach nur als Strafe, weil er aus Holland kommt. Oder ja, die Deutschen und die Holländer vertragen sich nicht so, gell? Also mit Fußball und so, ja. Habe ich mal gehört, da soll was sein. Okay. Ja, aber mittlerweile auch unkompliziert. Die haben ja gar keinen Bock auf irgendwelche internationalen Wettbewerbe mehr. Die sind nicht dabei, oder? War da was? Ja, irgendwie so. Ja, okay. Ja, aber gut, ich als Österreicher darf da nicht viel mitreden, also ich habe da nicht viel zu lachen. Ja, in Österreich kannst du halt auch kein Fußball spielen, der Ball rollt ja immer bergab, ne? Dafür kommt ihr zu uns Skifahren, ja. Das stimmt. Gut, also es gibt im Active Directory diese Preferred Language, die kann man setzen, dann wird die Sprache nach dem User Property, so quasi das Portal aufgrund des User Properties die Sprache angepasst. Oder eben der User darf sich selber die Sprache hier ändern. Das merken wir uns und machen das Portal in Zukunft immer in Deutsch auf, wenn er das hier auswählt. Ja, das gilt für alle Settings. Das heißt, ich kann auch meine Announcements dementsprechend auf eine Sprache limitieren, dass ich eben den Deutschen natürlich nur die deutsche Meldung anzeige und dem Engländer nur die englische, weil die Deutschen, wir in der generell Leute, weiß nicht, manchmal nicht Englisch sprechen wollen oder können oder dürfen oder lesen, je nachdem, können wir es eben in mehrere Sprachen anbieten. Was wir noch bieten oder was ein Hauptteil ist, ich kann nicht nur Runbooks für mich ausführen, sondern natürlich auch für mein Team. Und mein Team sieht sich wunderschöne Fotos im Active Directory. Also man kann sich auch die AD-Bilder anzeigen lassen, wie man es vom Exchange-Postfach kennt oder vom Adressbuch. Ich kann mir mein Team hier zusammenstellen. Und das Team bildet sich aus einem aus dem Active Directory. Das bedeutet, wenn bei Usern ich als Manager eingetragen bin, dann ist der automatisch Mitglied meines Teams. Als Beispiel hier der Max Mustermann, eines meiner Test-User, ist nicht, wo ich nicht der Manager bin, ist natürlich auch nicht in meinem Team. Was ist das für ein Hintergrund? Ich kann nicht nur Requests für mich ausführen, dass ich sage, ich möchte eine VM erstellen, sondern ich kann auch für meine Teammitglieder zum Beispiel das Passwort resetten. Das heißt, er kommt in der Früh rein, hat über Weihnachten sein Passwort vergessen oder über Silvester versoffen. Oder je nachdem. Über Nacht einfach, habe ich auch schon. Oder über Nacht passiert auch, ja, also kann passieren. Und jetzt, ja, müsst ihr wieder zur IT-Abteilung gehen und bitte mein Passwort zurücksetzen. Jetzt kann er zu seinem Vorgesetzten gehen, zu seinem Direkten, seinem Gruppenleiter, was auch immer. Oder einfach zu seinem nächsten IT-Gehörigen. Das ist jetzt ein bisschen wie die Unternehmensstruktur aufgebaut ist. Und der kann ihm sein Passwort zurücksetzen. Man sieht hier so ein kleines Info-Button. Ich kann mir hier auch schon mal auslesen von dem betroffenen User, wann läuft denn den sein Passwort ab. Das heißt, was hier passiert ist, es läuft ein Runbook los und gibt mir eine Initialized Data zurück, ein Return Data, und sagt mir, ja, dein Passwort ist schon am 10.12. abgelaufen, darum wirst du dich nicht anmelden können. Und deswegen können wir hier sagen, set a new password für diesen ausgewählten User eben, in dem Fall eben die Frau Jasmin Hofmeister. Und ich kann sagen, möchte ich ein Passwort eingeben? Wenn nein, wird ein Passwort erstellt. Wenn ja, dann kommt natürlich die Abfrage, welches Passwort hätten Sie denn gerne? Natürlich dann auch im Rückschluss mit Regular Expression, wo ich sagen kann, es muss gewisse Komplexität haben, was auch immer. Das kann man da hinterlegen. Und dann wird dem sein Passwort zurückgesetzt, ohne dass ich die IT-Abteilung bemühen muss und ohne dass ich peinlichst zu meinem Lieblings-ITler gehen muss und sagen, bitte mein Passwort wieder zurücksetzen. Das funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht mehr. Ja, ich habe es sicher nicht vergessen, da ist was anderes schuld, ja. Genau, da muss jemand was gemacht haben. Ja, da hat sich irgendwas geändert oder mein Passwort hat sich geändert, ja. Das können wir. Was auch noch geht, das wird aber demnächst um einiges verbessert, eben direkt mit SCCM verbunden. Momentan gibt es so ein bisschen einen abgespeckten Softwarekatalog. Man sieht es hier, ich habe hier was vorbereitet im Excel, Photoshop, Word oder WinRAR. Das
Word sieht nicht ganz so toll aus, da bin ich nicht mehr fertig geworden. Ich kann mich hier einerseits auf View ansehen, ist das Ding bei mir installiert oder nicht. Das heißt, hier lest wieder ein RAMBook aus, ist es auf meinem PC installiert oder auf meinem User-Konto? Nein. Braucht es ein Approval, dass ich es installiere? Und was kostet es? Also auch diese Informationen kommen von meinem RAMBook und können natürlich angepasst werden. Dass ein Excel 300 Euro kostet, ja, kann man darüber diskutieren. Ist ja nur ein Beispiel. Und er kann dann eben mit Change sagen, ich möchte das jetzt bitte installieren. Das ist jetzt momentan, passiert das auf Gruppenmitgliedschaften, diese ganze Auswahl hier. Wir werden, oder es wird Mitte des Jahres wahrscheinlich, eine komplette Integration mit SCCM geben, dass ich eben hier wirklich der User aus dem Softwarekatalog Software auswählen kann und dann per Approval und RAMBooks und allem drum und dran diese Software installiert wird und eben aber über SCCM. Das heißt, mit Asset Management, mit der ganzen Informationen, da sind wir gerade dran, das eben anzubinden, dass ich eben auch sehe, nicht nur jetzt eben den Self-Service-Gedanken Richtung RAMBooks, sondern auch der nächste Schritt, was viele angefordert haben, eben Asset Management, dass ich auch zu dem User sehe, welche Rechner hat er, welche Mobile Devices sogar, aber alles eben in Verbindung mit SCCM und Active Directory. Sehr schick, sehr schick. Das war es eigentlich im Großen und Ganzen, ja, also mehr kann es nicht. Ich glaube, das ist schon deutlich mehr, als manch einer sich erwarten würde. Ja, also das tut es. Im Prinzip ist es eben ein Frontend, was orchestrierte RAMBooks antriggert, mit Approval-Prozessen dazwischen, allem drum und dran. Wenn wir uns hier jetzt kurz einen Service ansehen, können wir auch mal gucken, wie wir das Ganze konfigurieren. Das heißt, ich kann hier eben sagen, der Titel, die Beschreibung natürlich, welche Sprache, ich kann mir ein schönes Bild auswählen. Ich kann sagen, wie ist der Approval-Mode, habe ich überhaupt einen Approval-Mode oder Single oder Percentage. Das heißt, ich muss sagen, wie viel Prozent müssen zustimmen von diesen Usern. Und all diese User kommen live aus dem Active Directory. Das heißt, ich muss sie nicht synchronisieren in eine Datenbank noch sonst irgendwas, sondern das Portal baut auf Active Directory auf und wird auch die User daraus ziehen. Das heißt, das ist immer live aus unserem Active Directory. Wir haben dann, zusätzlich werden hier die RAMBooks konfiguriert. Eben hier wird das RAMBook ausgewählt, welches dann eben angetriggert wird. Und daraus ergeben sich dann hier diese Fragen. Wir haben es vorhin gesehen. Ich habe eben Initialized Data jetzt zum Vergleich bei diesem RAMBook. Habe ich eine Handvoll Initialized Data? Wie gesagt, ein, zwei, wie diese Target User ID und Initiated By sind System Initialized Data, die von unserem Portal so quasi ignoriert werden, aber befüllt. Das heißt, hier ist nichts anderes drin als, welcher User wurde ausgewählt, bei wem wurde es wer hat es ausgeführt, welche Request-ID ist erstellt worden, weil jeder Request hat eine eigene ID, weil diese per eindeutiger URL dann auch erreichbar ist und solche Dinge. Und alles andere wird eben hier als Frage dargestellt und ich kann eben sagen, wie soll die Frage heißen. Das heißt, ich muss nicht im RAMBook hier schöne Fragen definieren, sondern ich kann hier das Ganze natürlich übersteuern. Das heißt, ich muss hier nicht Server-Owner sagen, sondern wer soll der Server-Eigentümer sein? Ja, also ich kann hier schöne Fragen definieren, die auch dann für den User dementsprechend aussagekräftig sind. Natürlich ist es required, ja oder nein. Das heißt, ohne dem würde dann das Formular nicht abgeschickt werden, wenn diese Frage nicht beantwortet wurde. Ich kann eine Reihung vornehmen von meinen Fragen. Das heißt, 1, 2, 3 ist relativ simpel. Und das Kernstück so quasi, diese Typen an Frage, also die Fragetypen, was soll es sein? Ein einfacher Text, ein Multiline-Text, ein Options, sprich ein Dropdown-Feld, ein Ja oder Nein, ein Date-Picker, ein Passwort, ist nichts anderes als ein Textfeld mit den schönen Sternchen, LDAP-Query, und da können wir eigentlich jede beliebige LDAP-Query reingeben, die wir möchten. Ist jetzt vielleicht für den ein oder anderen nicht ganz so schön zu konfigurieren, weil ich muss dann LDAP können, aber ich bin hier doch sehr, sehr uneingeschränkt, was ich hier anzeigen möchte. Ja? Ja. Also wir haben hier Kunden, die aufgrund der OU-Struktur ihre Locations erstellt haben und eben diese hier auslesen. Das heißt, ich sage hier Object Class Organization Unit und die im Unterordner XY sind, weil dann bekomme ich ganz simpel meine Locations ausgewählt. Ich muss die nicht aus irgendeiner SAP-Tabelle holen
oder irgendeinem anderen System, sondern ich habe da alles in meinem Active Directory. Ja. Und ich kann mir, damit ich ein bisschen sehe, was da passiert, mir das Ganze natürlich vorher anzeigen lassen. Das heißt, ich kann hier in der Admin-Seite sagen, was wird denn hier daherkommen. Und auch welche Spalten angezeigt werden, kann ich hier konfigurieren. Das heißt, ich möchte nach Display Name Mail, möchte ich auch noch den CN anzeigen, das ist der Common Name. Und ein paar Sekunden später sehe ich dann auch schon dementsprechend die Werte aus dem Active Directory. Man sieht, wie gesagt, alles live aus dem Active Directory. Nicht irgendwo gesynkt oder sonst irgendwas, sondern alles live aus dem AD. Also LDAP, du hast gerade gesagt, ne? Nö, kein Problem. LDAP ist für manche so ein Thema, ne, dass es schwierig ist, aber ich kenne es tatsächlich auch von anderen Tools, dass dann die Queries immer sehr eingeschränkt sind. Ne? Man hat dann irgendwie 4, 5 Filterattribute und irgendwann stößt man doch an den Punkt, wo man nicht weiterkommt, und mit einer sauberen LDAP-Query bist du natürlich flexibel ohne Ende. Genau, und es gibt dann doch ein paar ganz gute Seiten im Internet, wo man sich das dann zusammenbauen kann. Also ja, ein bisschen programmieren muss vielleicht hier und da passieren, aber ich bin definitiv flexibler als mit anderen Dingen. Ja. Ich kann dann auch sagen, soll das Ganze als Table so quasi angezeigt werden, oder soll man einfach Type-Ahead, nennt sich das, eben irgendwas reinschreiben, und dann wird unten so quasi eine kleine Liste angezeigt, was denn passen könnte. Und Multiselect, Single-Select, die typischen Dinge, also nichts Aufregendes. Dasselbe für SQL. Das heißt, ich kann hier sagen, wo ist mein SQL-Server, wie ist meine Query, ist es eine Windows-Authentifizierung oder eine SQL-Authentifizierung. Und da der Punkt, wenn ich Windows-Authentifizierung mache, dann bekommt er natürlich auch nur die Einträge angezeigt, für die er berechtigt ist. Das heißt, wenn User XY dieses Formular ausfüllt, dann bekommt der User XY natürlich auch nur die Einträge aus der SQL-Tabelle gezeigt, für die er die Rechte hat. Weil wenn wir hier sagen Windows-Authentifizierung, dann läuft alles unter diesem User-Kontext, der das Ganze ausführt. Wenn ich das nicht möchte, dann kann ich hier natürlich einen fixen Usernamen und Passwort hinterlegen, dann bekommt jeder User das gleiche Ergebnis angezeigt. Und was wir vorher kurz gezeigt haben, ich kann eben jede Frage entweder immer anzeigen oder eben eine Kondition hinterlegen, sprich, wenn die vorhergehende Frage, wenn der Service Owner ein Markus ist, ja, dann möchte ich den fragen, wie denn die CPU-Cores sind, ansonsten nicht. Macht keinen Sinn, aber ich glaube, es zeigt, was wir dahinter machen können oder was hier möglich ist. Das heißt, das ist doch ein Feature, was jetzt im Vergleich zu Service Manager immer wieder gefehlt hat, was leider nach wie vor nicht geht. Das ist doch ganz gut bei unseren Kunden mittlerweile angekommen, dass wir hier doch ein dynamisches Formular bauen können. Das ist ziemlich cool, also, ja. Das zu den Fragen. Und zum Schluss, ich sehe natürlich auch, wie wir es von SCO ein bisschen kennen, eine History, das heißt, was hat sich geändert. Ich muss auch jedes Mal beim Speichern mir, Missing Server nehmen, ich habe da irgendwas vergessen, kommt ein kleines Pop-up, was habe ich denn geändert, wie man es eben vom Orchestrator auch kennt, damit ein kleines Log mit protokolliert wird. Was sind denn jetzt eigentlich die Voraussetzungen? Also wir haben jetzt gesehen, was es kann, es sieht ehrlich gesagt ziemlich, ziemlich cool aus. Ich habe auch gerade festgestellt, dass ich es mir schon eine Weile wieder nicht mehr angeguckt habe, weil die Oberfläche sich tatsächlich stark verändert hat. Die hat sich sehr verändert, ja, genau. Sehr stark zum sehr Positiven. Und was brauche ich denn jetzt? Also sicherlich wirst du das nicht verschenken, das ist das eine. Aber was brauche ich an Infrastruktur? Muss ich mir jetzt eine riesen Serverfarm aufbauen oder was ist die Anforderung? Gar keine. Also bei den meisten Kunden wird es mit auf den Orchestrator installiert. Das heißt, ich brauche eigentlich nur einen Webservice, wo ich das Ganze laufen habe. Einen Microsoft IIS-Service mit aktuellen .NET-Framework, Windows-Authentifizierung. Das heißt, ich habe auch kein Login-Fenster, sondern das funktioniert automatisch natürlich mit meinem Windows-Login, also Single Sign-On. Und das war's. Natürlich brauche ich, also das Frontend alleine hilft nichts, ich brauche die Automatisierungs-Engine dahinter. Das heißt, ja, ich brauche einen Orchestrator, einen SMA oder einen Azure Automation. Aber es ist jetzt nicht, dass das Tool eine eigene Datenbank braucht oder sonst irgendwas? Ja, es ist doch, die ganze Kompilation liegt in einer SQL-Datenbank, okay. Die aber, wenn es Lizenz, also ja, die muss natürlich dann auch lizenziert werden, kann aber natürlich über diese kostenlose, ich weiß gerade nicht, wie der aktuelle Name heißt, früher war es SQL Express oder so, ne? Ja, genau, ich glaube, mittlerweile heißt es irgendwie anders. Ja. Also man kann die Gratis-Version nehmen. Ja, es gibt auch Kunden, die legen das in die Orchestrator-Datenbank. Habe ich jetzt nicht gesagt, weil es vielleicht nicht ganz lizenzrechtlich okay ist. Oh, wenn man den sauber lizenziert, geht das. Ja, aber auf jeden Fall braucht SQL, kann es aber mit der Gratis-Version laufen lassen, weil hier nur Konfigurationsdaten drinstehen.
Die muss auch nicht großartig performant sein, gar nicht. Wir haben es relativ schlank gehalten. Und ja, also Systemvoraussetzungen, man kann es auf dem jetzigen Orchestrator-Server laufen lassen. Wenn der schon zu langsam ist, oder der ist eben meistens so gut bestückt, weil eben doch einige RAMBooks laufen, dann kann man hier das Portal einfach dazu installieren. Wir haben auch Kunden, die machen einen eigenen Server dafür, wie es beliebt. Windows-Server, alles was aktuell ist, also alles ab so 2008, 2008 R2 oder aufwärts. SQL ab 2008, glaube ich, gab es, oder R2 aufwärts. Ja, also alles was aktuell ist, Browser wird auf allen gängigen getestet und funktioniert. Lizenztechnisch grundsätzlich, wie das Portal lizenziert wird, es werden alle aktiven Active Directory User gezählt. Es kommt immer mal wieder die Frage, kann ich es nicht nur für die 20 User lizenzieren, die das Portal benutzen? Muss ich leider sagen, nein. Wir haben es aus Grund dessen gewählt, wir sehen das als Lösung für das ganze Unternehmen. Und ich will ja auch wenn es nur 20 User benutzen, manipuliere ich ja oder kann ja natürlich auch mehrere User manipulieren. Das heißt, nur weil es 10 ITler benutzen, können die ja trotzdem ihre 5000 User manipulieren mit Passwort-Reset, mit Self-Service-Gedanken, was auch immer. Ja. Deshalb ganz einfach, die ganze Domäne wird lizenziert, aber wir zählen nur alle aktiven Active Directory-User. Okay. Wenn ich damit jetzt anfangen will, muss ich gleich Geld ausgeben oder gibt es eine Testversion? Wo muss ich mich hinwenden? Genau, es gibt auf unserer Seite gegen Anmeldung mit Name und E-Mail-Adresse einen kostenlosen Download. Dann kann man die aktuellste Version immer wieder testen. Ist beschränkt auf 2 Services momentan. Das heißt, ich kann im vollen Umfang testen. Ich kann es aber nur mit 2 Services. Ich kann nur 2 Services erstellen. Das ist das einzige Limit momentan. Sollte für einen Test ja ausreichen. Sollte für einen Test ausreichen. Unlimitiert, was die Useranzahl angeht. Das heißt, testen so gut es geht in allen möglichen Varianten. Wie gesagt, einfach hier mit Namen und E-Mail-Adresse eintragen. Damit kommt man den Download-Link zugeschickt. Und wer sich dann entscheiden möchte, das doch zu kaufen, es kostet ein bisschen was, ja, stecken auch ein bisschen Geld und Zeit und Mühen rein. Ich denke aber, dass es für das, was es kann, doch noch relativ günstig ist. Also wir entscheiden hier unter 4 Paketen, die alle dieselbe Funktion haben. Also es gibt hier keinen Funktionsunterschied, sondern wir unterscheiden hier nur nach Anzahl der User. Und eben, wie man es hier sieht, bis 1000 User, die 1500 und ab 8000 Euro ist es dann unlimitiert für alles nutzbar. Also wir haben einen Kunden momentan, der größte, der nutzt das für 80.000 User, für das B2B-Portal, Verwaltung, für die Händler-Management. Also die verkaufen Brillen hier in Österreich. Okay, nicht schlecht. Verwalten, haben ein externes Active Directory, wo sie alle ihre Händler verwalten. Und da haben wir das eingesetzt, eben damit die selbst ihre Daten hier pflegen können. Sie haben das mit 80.000 User. Es funktioniert, also ja, das ist für uns die Richtschnur, dass wir bis 100.000 User alles testen und alles genauso schnell laufen muss, wie wenn es nur 200 wären. Oh, ich glaube, das ist schon mal eine Hausnummer, ne? Also 80.000 User musst du auch erstmal haben. Ja, also das funktioniert ganz gut und ja, so weit, so gut. Sehr schön. Kannst du uns vielleicht so als kleines Schmankerl zum Ende irgendwie noch was Cooles, was wir erwarten können, was da kommt, irgendwie so eine Aussicht für die Zukunft? Du hast ja vorhin schon so 2, 3 Sachen angedeutet. Genau, also wir werden, wir glauben momentan, dass wir in Richtung Self-Service und Orchestrator so ziemlich alles ausgereizt haben, was wir zur Verfügung stellen können. Jetzt ist so der nächste Schritt, wir wollen eben das Asset-Management einführen, das heißt, ich kann hier meine Assets verwalten, Rechner, Seriennummern, Inventarnummern, wie man es halt von Asset Management auch gewohnt ist. Nicht nur Rechner, auch Bildschirme, Handys, alles drum und dran. Mit der Schnittstelle natürlich dann ins Active Directory und in SCC. Jetzt bist du weg. 34, 25. Michael, we cannot hear you. Falls du uns noch hören kannst, wir hören dich nicht mehr.
Alex, hörst du mich noch? Und los geht's. Also im SCO haben wir mit den RAMBooks und den Formularien mittlerweile, glauben wir zumindest, alles ausgereizt, was wir machen können. Drum ist eben der nächste Schritt, dass wir einerseits, wie vorher schon erwähnt, das Asset Management einführen wollen. Sprich, Kunden sollen darin ihre Assets verwalten können. Natürlich nicht nur die Rechner, sondern auch Handys, Drucker, Beamer, was auch immer, IP-Adressen. Also komplettes Asset Management, wie man es eben haben sollte. Inklusive natürlich dann der Schnittstelle zum AD und zum SCCM, weil ja dort natürlich diese ganzen Informationen schon zum größten Teil vorhanden sein werden, dass wir eben da den Abgleich machen können. Und eben auch den erweiterten Softwarekatalog, dass ich eben über SCCM mit unserem Portal, also quasi ein Frontend für SCCM habe, mir hier Software selbst zu installieren, mit Approval-Prozess über unser Portal, über RAMBooks. Das Ganze wäre so für Mitte des Jahres geplant. Bis Ende des Jahres wollen wir dann auch ein Incident Management inkludieren. Das heißt, das typische Incident Management End-User machen, melden eine Störung, Techniker arbeiten damit, geben Kommentare, Screenshots, was auch immer, wie man es erkennt von anderen Tools. Mhm. Das wäre so für Ende des Jahres geplant, das zu erweitern. Okay. Cool, vielen Dank. Also ich glaube auf jeden Fall einen Blick wert, da auch immer mal wieder reinzuschauen, wenn ich höre, was sich da alles so ändert. Und ja, können wir eigentlich nur jeden auffordern, sich das auch einfach mal live anzugucken und einfach mal zu testen. Ich glaube, eine E-Mail-Adresse und ein Name, das kriegen wir alle gerade so noch hin. Ich glaube auch, ja. In ein Formular einzutippen. Und ich glaube, ihr habt auch auf jeden Fall die richtigen Szenarien umgesetzt. Also war gerade, was wir gerade gesagt hatten, mit den User sehen speziell auf ihrer vielleicht Gruppe, ihre Zugehörigkeit in irgendeiner Collection oder sowas, die verschiedenen Masken, können verschiedene Workflows starten, sehr, sehr gut skalierbar. Ich finde, ihr habt es sehr schön auch grafisch umgesetzt. Und ja, vielleicht kriegen wir dann eine neue Folge zum Mitte, Ende diesen Jahres hin, wo ihr mal zeigt, woran ihr in der Zwischenzeit gearbeitet habt. Sehr gerne, würde ich mich freuen, ja. Cool. Dankeschön. Dann vielen, vielen Dank an alle, die heute zugeschaut haben. Auch euch vielen Dank, dass ihr bisher zugeschaut und durchgehalten habt. Gebt uns einen Daumen nach oben, sagt man auf YouTube. Und abonniert gerne unseren Kanal. Verbreitet das Ganze über jeglichen Social-Media-Kanal, der euch irgendwie nur einfällt. Alex, du noch ein Wort. Bleibt uns gewogen. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, ciao.